Hallo, ich bin die Magdalena. Seit 7 Jahren arbeite ich für die Marke Neff im Marketing. Und nachdem ich selber auch leidenschaftlich gern koche, besonders zusammen mit der Familie oder mit Freunden, kenne ich die Geräte mittlerweile nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis sehr gut. Mein persönliches Highlight ist der Full Steam. Den haben wir hier und den möchte ich euch heute zeigen. Der Full Steam ist auf der einen Seite ein Backofen, der sämtliche Funktionen eines Backofens vereint. Das heißt, man kann die Circotherm-Heißluft nutzen, man hat Ober-Unterhitze, man kann übergrillen oder was man auch immer möchte. Auf der anderen Seite ist es aber ein vollwertiger Dampfgarer. Das heißt, man kann sehr sanft und schonend im Dampf zubereiten und garen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar am Beispiel eines Hähnchens mit Äpfeln und einer Ingwer-Orangensoße. Es ist schon alles vorbereitet, also können wir direkt loslegen. Bevor es jetzt losgeht, erzähle ich euch noch was über die Zutaten, die ich heute verwenden werde. Das ist einmal der Sud mit Quittengelee und Thymian, der ist schon vorbereitet. Dann die Hähnchenfilets, säuerliche Äpfel passen hervorragend zu dem Rezept und der Ingwer ist hier schon eingelegt. Damit die Hähnchenfilets Röstaromen bekommen, brate ich sie erstmal in der Pfanne ganz kurz an, bevor sie dann im Full Steam im Dampf fertig gegart werden. So, die Hähnchenfilets, die sind jetzt bereit für den Dampf und kommen in den gelochten Garbehälter. Und dann kann ich mich auch schon um die Backofeneinstellungen kümmern. Der Wassertank ist gefüllt, den setze ich jetzt ins Gerät ein und schließe die Blende. Gerät einschalten. Über die Home-Taste komme ich zur Einstellung der Betriebsarten, da wähle ich das Dämpfen aus. Für die Hähnchenteile reichen mir 90 Grad bei der Temperatureinstellung und Zeit wähle ich 9 Minuten. Und los geht's. In dem ungelochten Garbehälter habe ich jetzt den Sud mit dem Thymian drin, die Apfelspalten und die Lauchzwiebeln. Die Hähnchenteile sind seit 2 Minuten im Dampf und für den Rest der Garzeit packe ich jetzt dieses Obstgemüse noch dazu. So, das ist wirklich butterweich und zart geworden. Jetzt haben wir heute gesehen, wie zart und fein ein Fleisch im Full Steam wird. Aber das ist ja nicht alles, was er kann. Man kann zum Beispiel auch regenerieren, also Speisen vom Vortag ganz schonend nochmal aufwärmen oder in der Gärstufe einen Teig gehen lassen, einen Hefeteig zum Beispiel, ohne dass der so eine trockene Haut drüber bekommt. Man kann aber auch dadurch, dass der Full Steam auch alle Backofenfunktionen kann, zum Beispiel ganz klassisch einen Fisch im Dampf garen und dann hinterher noch mit einer knusprigen Kräuterkruste überbacken. Wenn ihr Lust bekommen habt, das Rezept von heute nachzukochen, ihr findet das auf der Neff Homepage im Rezeptportal. Ganz viele andere Rezepte übrigens auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mmh.